Am Anfang hat man für DAZN 10 Euro pro Monat gezahlt. Dieser Beitrag wuchs im Laufe der vergangenen 6 Jahre auf 15 Euro an. Das ist eine Preissteigerung von 50% und hat nicht zu größerem Aufschrei der Nutzer geführt. Nun sind die Preise allerdings von 15 auf 30 Euro angestiegen. Eine 100%ige Preissteigerung sorgte dafür, dass DAZN einem Shitstorm auf Social Media ausgesetzt wurde. Ein Shitstorm, der es in sich hat. In Videos wie diesem hier wird DAZN vorgeworfen, das Geld aus den Taschen der Nutzer abzuzocken. DAZN erhöht seine Preise. Sag mal, habt ihr einen am Marmel oder was? Da kriegst du einen Blutdruck. Doch mit diesem Video möchten wir eine Lanze für DAZN brechen. Denn nein, DAZN ist nicht der Schuldige. Wer wirklich die Schuld trägt, erklären wir in diesem Video. Wenn du dich für Videos wie solche interessierst und du in Zukunft keine mehr verpassen möchtest, dann abonnier uns jetzt. Aus dem anfänglichen Versprechen des Konzerns, langfristig bei den 9,99 € zu bleiben, wurde nichts. Der damalige CEO, James Rushton, betonte in einem Interview aus dem Jahre 2017, dass ihr Ziel es nicht sei, mit dem Preis Kunden anzulocken und 2 Jahre später 35 Euro zu verlangen. Naja, es hat tatsächlich länger als nur 2 Jahre gedauert, doch DAZN verlangt nun 29,99 € pro Monat. Machte der damalige CEO etwa bewusst ein falsches Versprechen? Rollen wir das Ganze mal auf. Der Konzern DAZN ist in über 200 Ländern aktiv und verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 797 Millionen Euro. Demgegenüber standen Kosten in Höhe von 1,84 Milliarden Euro. Die Differenz zwischen Umsatz und den Kosten betrug demnach allein im Jahr 2020 mehr als 1 Milliarde Euro. Ein Großteil der Kosten bilden die eingekauften Übertragungsrechte der verschiedenen Wettbewerbe. Denn von den 1,84 Milliarden Euro, die ausgegeben wurden, lassen sich knapp 1,1 Milliarden Euro auf Sportrechte zurückführen. Bereits jetzt hat der Konzern Verträge bis 2028 abgeschlossen, für die sie im Laufe der Zeit 6,5 Milliarden Euro bezahlen müssen. Bislang kommt für die Kosten von DAZN größtenteils der Eigentümer Leonard Blavatnik auf. Der 64-Jährige hat ein Vermögen in Höhe von 32,2 Milliarden US-Dollar. Während er im Jahr 2020 960 Millionen Euro in DAZN steckte, erhöhte sich dieser Betrag im Jahre 2021 auf 1,14 Milliarden Euro. Beträge, die zunächst als Leihgeschäft gedacht waren, wandelte Blavatnik im Nachhinein in Aktien um. Heißt, er verzichtete darauf, das Geld zurückzuwollen. Mit seinem Geld ist DAZN im Moment schuldenfrei. Doch um auch schuldenfrei bleiben zu können, muss DAZN zumindest die Kosten mit den Einnahmen decken. Dafür wurde ein Businessplan bis 2025 erstellt. In diesem heißt es, dass man umfangreiche weitere Investitionen bräuchte. Zum einen wird Blavatnik weiter Geld in DAZN stecken, doch im besten Fall sollten weitere Geldquellen arrangiert werden. Und genau da kommen die Preiserhöhungen ins Spiel. DAZN versucht die Lücke zu schließen, indem sie den Preis ihres Dienstes anheben. Heißt, sie verlangen mehr Geld von ihren Kunden. Verfolgt man die Kette zurück, sieht es folgendermaßen aus. DAZN erhöht die Preise ihres Streaming-Dienstes, um die Ausgaben decken zu können. Diese Ausgaben resultieren größtenteils aus den Kosten der Übertragungsrechte. Diese bestimmt die DFL. Im Juni 2020 versteigerte man die Übertragungsrechte der Bundesliga für insgesamt 4,4 Milliarden Euro für die nächsten 4 Saisons. Schaut man sich die Entwicklung der Kosten für die Übertragungsrechte an, so sieht man eine signifikante Preissteigerung in den letzten Jahren. Der geringe Rückgang im Jahr 2020 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Ansonsten wäre wohl auch dort ein erneuter Anstieg gewesen. Heißt das, die DFL ist schuld an der Preiserhöhung? Naja, in dem Sinne zwar schon, doch die DFL agiert nicht nur, sondern reagiert auch. Da in anderen Top-Ligen, wie die englische, immer mehr Geld mit den Übertragungsrechten erwirtschaftet wird, zieht man auch hierzulande nach. Im Fußball zirkuliert immer mehr Geld und die Werte der Übertragungsrechte steigen an. Die DFL ist in gewisser Hinsicht gezwungen, diesen Schritt zu gehen, da nur so die Clubs der Bundesliga weiterhin konkurrenzfähig bleiben können. Denn das Geld, was aus den Übertragungsrechten erwirtschaftet wird, wird auf die Vereine aufgeteilt und macht einen enormen Anteil an der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Clubs aus. Zusammenfassend bedeutet das, je mehr DAZN für die Übertragungsrechte bezahlen muss, desto mehr müssen auch wir Fans zahlen. Das Kartellamt wurde aufgrund des Bundesliga-Monopols von Sky tätig. Doch das Tätigwerden hat eher geschadet. Die Rechte der Bundesligaspiele sind nun zwar größtenteils zwischen DAZN und Sky aufgeteilt, doch nun besitzt DAZN die Rechte für Freitags- und Sonntagsspiele und Sky für die Samstagsspiele. Somit sind Fans gezwungen, beide Streamingdienste zu kaufen, statt nur einen. Wenn das Kartellamt nun etwas dagegen unternehmen möchte, müsste man dafür sorgen, dass verschiedene Anbieter die gleichen Spiele übertragen dürften. Also so, dass am Ende nicht nur DAZN für die Freitags- und Sonntagsspiele zuständig ist, sondern auch Sky und andere Anbieter.
Somit wären die Streaming-Anbieter gezwungen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten, da das gleiche Angebot ja auch bei einem anderen Anbieter anzufinden wäre. Doch würde man diesen Schritt gehen, würden die Preise der Übertragungsrechte fallen und das wiederum würde der Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga schaden. Eins muss man aber klarstellen. Die Streaming-Anbieter wie DAZN sind natürlich nicht einfach Engel und ihr Ziel ist es nicht, kostendeckend zu arbeiten. Sie wollen natürlich Gewinn erwirtschaften. Ein oft aufgeführter Vorwurf an DAZN ist, dass sie die Preise erhöhen, da sie doch immer mehr Geld in verschiedene Formate und Erneuerungen investieren, die sowieso keiner wolle. Ja, das stimmt in gewisser Hinsicht. DAZN produziert beispielsweise Underground of Berlin und das Analyseformat Decoded und bietet somit weiteren Content an, der natürlich finanziert werden muss. Allerdings muss man beachten, dass DAZN auch versucht, an anderen Ecken zu sparen. Beispielsweise wurden einige Formate gestrichen und bei Bundesliga-Übertragungen sitzen die Kommentatoren nun öfter in der DAZN-Zentrale, statt selber vor Ort im Stadion zu sein. Während man versucht, auf diese Art und Weise Geld einzusparen, machen die steigenden Preise der Übertragungsrechte einen immer größeren Anteil an den Ausgaben aus. Dieser Kostenpunkt ist augenscheinlich viel schwerwiegender als die Formate und andere Features, die DAZN ihren Kunden anbietet. Ein Vorschlag vieler DAZN-Kunden ist es, Pakete einzuführen. Heißt, beim Abschließen eines DAZN-Abonnements kann der Kunde entscheiden, ob er nur eine Sportart sehen will oder vielleicht auch nur bestimmte Wettbewerbe einer Sportart. Somit könnte man diese Pakete für weniger Geld anbieten und müsste nicht mehr für Sachen zahlen, die man sich ohnehin nicht ansehen will. Das wäre natürlich mal interessant, was DAZN zu so einem Vorschlag sagen würde. Und deswegen haben wir bei DAZN direkt nachgefragt, ob DAZN in Zukunft plant, solche Pakete anzubieten und falls dem nicht so ist, welche Gründe dagegen sprechen. Freundliche Grüße und absenden. Schon 15 Minuten später erhalten wir eine Nachricht, doch leider nicht wie erhofft. Hallo der Fußballtalk, vielen Dank für deine Nachricht. Aktuell ist in diese Richtung nichts bekannt. Unsere Philosophie ist, dass es immer etwas gibt, was wir besser machen können, um den Service von DAZN zu verbessern. Also können wir erstmal keine vergünstigten Pakete erwarten. Doch die E-Mail geht weiter mit: Gerne nehme ich das Feedback entgegen und leite es an die Fachabteilung weiter. Ich versichere dir, dass die Anfrage von dem Verantwortlichen gelesen und in den Entwicklungsprozess von DAZN eingeordnet wird. Solltest du weitere Fragen an uns haben, dann sind wir gerne weiterhin für dich da. Sportliche Grüße, Dominika vom DAZN-Team. Zwar keine Zusage auf die Paketerweiterung, aber immerhin wird das Feedback wohl weitergetragen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Insgesamt betrachtet liegt das Problem viel tiefer. Es wäre zu leicht, wenn man einfach nur DAZN für die Preiserhöhung kritisiert. Es ist eine immer kommerzieller werdende Fußballwelt, in welcher immer mehr Geld im Umlauf ist. US-amerikanische Geschäftsmänner, Staatsfonds und Scheichs aus dem Nahen Osten. Diese Geldgeber sorgen dafür, dass die Vereine höhere Ablösen zahlen und Fußballer mehr Gehälter verlangen können. Damit man nicht den Anschluss verliert, muss immer mehr Geld erwirtschaftet werden. Ein Kreislauf, der am Ende sogar uns einfache Fans an die Kassen bittet. Da werden Trikots, Tickets und Streaming-Anbieter teurer und das alles, um letztendlich die immer teurer werdenden Transfers und Gehälter finanzieren zu können. Die Preiserhöhung DAZN ist nur eines der Anzeichen einer immer kommerzieller werdenden Fußballwelt. Unternimmt man nichts dagegen, dass immer mehr Geld in den Fußball fließt, ist auch kein baldiges Ende der Preiserhöhungen für uns Fans zu erwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich interessiert, warum man Manchester United nicht mit Man U abkürzen sollte, klick auf das hier links verlinkte Video. Ansonsten lass gerne ein Like da, falls es dir gefallen hat und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.